heute mal wieder Movie von uns. Und zwar sind wir heute mal in der Zeugau neu. Wir werden mal die Umgebung erkundschaften. Und wir haben hier eine riesen Tempelanlage entdeckt. Ja, da gehen wir gleich hin. Und zwar, ich werde euch das mal zeigen jetzt. Die Mutter kümmert sich um Otto und wir... Papa Buddha. Ja, ich hab's gehört. Wir gehen doch überall hin, aber bleib doch mal ruhig. Kuss hier. Ja. So. Wir gehen überall hin, Otto. Bleib doch mal ruhig. So, also. Hier haben wir schon mal eine Sportanlage. Den hier, Melo. Oi, gestolpert. Ja, es sieht alles sehr, sehr neu aus. Zum Wippen seht ihr es. Meh. Und ist aber, denke ich, noch in Arbeit. Meh, please, Anan. Ja, ist immer schwierig mit der Mama, ihr das alles so zu erklären, wo wir lang wollen. Also es sieht hier auch schon toll aus. Ich halte mal auf die Gegend drauf. Ja, ich komme doch gleich. Sehr schön gemacht. Ja, Otto kann wieder nicht alleine ohne mich. Es ist zwar traurig, aber was wollen wir machen? Otto, was ist denn nur? Du musst doch mal mit deiner Oma laufen. Das macht mir hier keinen Spaß in der Hitze. Und deine Gedonnen noch. So, wir werden jetzt mal die Treppen hier hochgehen. Und dann werden wir mal sehen, was da oben ist. Ich hätte ja zur Mutter schon gesagt. So. Hier seht ihr die Tempelanlage. Ui. Na, das kann ja was werden hier. Ich weiß zwar nicht, was hier genau ist, aber das werden wir ja gleich sehen. Hui. Alter Mann, ist kein D-Zug. Hui. So, die anderen zwei. Und ich gehe mal davon aus, dass das sehr schön da oben ist. Ich würde sagen, wir gehen in die Werbung und dann sehen wir uns oben wieder. So, hier ist er wieder. Ganz schön fertig. Schalt mal so. Otto. Ich denke mal, die warten, bis ich wieder unten bin. Ansonsten werden wir mal kurz zeigen. Hier ist eine wunderschöne Aussicht. Halt, die Bäume stören, aber hinten sieht man es mehr. Was hier direkt ist, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ihr werdet mir das ja in die Kommentare schreiben. Es sieht sehr verlassen aus, aber es sind, ich halte nochmal auf die Gegend drauf. Eine Ruhe hier. Sehr, sehr schön. So. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. So, Schuhe lassen wir draußen. Also
Also ich denke mal, das wird zu Ehren eines Mönches sein. Man sieht ja, es kommen immer mal Leute hoch und stellen Opfergaben hin. Das ist auch ziemlich neu. Sehr, sehr schön. Ja, wie das zusammen, könnt ihr mir ja mal sagen. Ich habe eben das, die Schwierigkeit gerade, dass meine Frau nicht da ist und die Oma kann es mir nicht erklären. Beziehungsweise gehe ich davon aus, dass die Oma das nicht weiß. Und ich bin nicht Mr. Allwissend. Also würde ich mich über ein paar Kommentare von euch sehr, sehr freuen. So. Hui, ist ganz schön heiß auf die Steine. Ja, hier mal natürlich wieder mal typisch Teichsteil. Und ja, ich kann hier nicht stehen bleiben. Leute, das ist ja so heiß. In Schatten, hui, hat da. Aber wie gesagt, aus Respekt vor den Mönchen und Buddha kann ich hier nicht in Schuhen lang gehen. So, wir gehen noch mal zu der Hütte hier hinten. Ihr seht da auch wieder Opfergaben. Aber das sieht ein bisschen verlassen aus. Da wird auch was hingestellt. Also, sehr, sehr schön. Scheinbar kommen ja nur Einheimische hoch. Weil die mit die Treppen ist ganz schön. So, ich mache immer mal so. Viele schreiben mir, dass es besser ist mit der Kamera, aber ist halt gewöhnungsbedürftig. Nüng Nati! Beb Nünge! Oh, du heult schon wieder! Seht dann da! Beb Nünge! Okay! So, also ich wollte euch ja nur noch mal hinten in das Häuschen zeigen. Oh, guck mal, der ist ja so süß. Jetzt kommt er hochgerannt. Und wie tapfer der hochläuft. Das wäre heute mal nur Daumen nach oben wert. Alleine für Otto. Maske habe ich ein bisschen runtergenommen, weil wir sind ja die aller Einzigen hier. Und ich würde sagen, wir machen Witz des Tages. Und dann sehen alle wir uns bis Kinder gleich. Alle Kinder fahren Eisenbahn. Außer Sabine. Die liegt auf der Schiene. Yeah. Aber Massen hat jetzt geboxt. Okay, war der jetzt gut, der Witz, oder nicht? So, was soll ich euch sagen? Ich muss runter, muss Otto tragen. Bist du fertig? Ja. Bist du kaputt? Ja, Butter. Ja, Butter, da gehst du gleich mit Oma hin. Warte, so, zack. Papa war schon da und Papa geht mal jetzt in das Häuschen. Hey. So, hier hinten haben wir noch ein Häuschen. Seht ihr es hier? So. Vielleicht hätten wir doch in der Früh gehen sollen. Und nicht nach dem Mittagessen. So. Die Knochen schlappern. So, also hier haben wir nochmal. Herr Otto will immer mit mir mit. Aber es ist schwierig mit der Kamera. So. Ich halte noch mal rum und
setze ich mal kurz hin. Das Haus ist um den Stein drumherum gebaut worden. Und hier gucken wir nochmal direkt rein. Muss ich aufpassen hier. Sehr, sehr schön. Seht ihr es? Also wie gesagt, hier gehen auch Leute her. Hier ist eine Flasche Wasser. Und das sind alles Opfergaben. Ja. Sieht alles so ein bisschen leopardisch aus. Also Leopard. Aber wie das genau zusammenhängt, weiß er nicht. So. Gehen wir nochmal zu Otto. Da werden wir noch ein paar Sekunden. Und dann gehen wir runter in den großen Tempel. Ja, hast du ja wehgetan? Deine Oma ist nicht so begeistert, hä? So. Also von der Gegend her wunder, wunderschön. Ist natürlich so, es ist sehr, sehr anstrengend. Ich werde beim Runtergehen mal die Treppen zählen. Und dann werden wir uns unten noch mal treffen. Ihr habt es gehört. Da ich hier mit Otto der Einzige bin, ja, könnt ihr euch aussuchen, wer gemeint ist. So, wir halten noch mal kurz drauf. Wir machen noch mal einen Rundgang mit der Kamera. Allei. Ja, wir gehen doch gleich zu Buddha. Warte doch. So, schön langsam. Also, so, bis hier gleich. Ist er wieder. Und zwar war eigentlich die Schwierigkeit, bis da hochzukommen, ist eigentlich nur diese, dass die Treppen nicht geeicht sind. Die hat einen längeren Tritt, die kürzer. Da oben kommt ganz kurzer Tritt. Ansonsten gehen eine schöne Grüße raus an Milana aus Leipzig. Eine gute Freundin von meiner Tochter. Und zwar wollte ich dir das bei YouTube nicht sagen, sondern ich sag's dir mal so. Ich wäre ein Kavalier, wenn ich ihr mein Bett überlassen würde. Das sehe ich nicht so. Das sehen auch alle anderen nicht so. Ich habe schon mal gesagt, die Mutter hat nichts gehabt, hat auf dem Feld gearbeitet. Ich habe ihr ein Haus gebaut, habe ihr ein Bett gekauft. Seitdem wohnt sie im Bett und seitdem hat sie ein schönes Leben. Mir ist auch ganz viel passiert, dass Thais, die in der Massage arbeiten, die haben ja die Massageliege, wo sie drauf schlafen könnten, aber das machen sie nicht. Sie schlafen lieber auf dem Fußboden und dem Thai macht das nichts aus, aber auch gar nichts. Zeitweise ist es so, dass er lieber auf dem Fußboden schläft, als wie auf dem Bett. Das einzige Problem bei der Mama ist halt beim Aufstehen, dass sie im Bett ist es halt schöner aufzustehen, als wie auf dem Fußboden. Otto macht das auch nichts aus. Und ich könnte da nicht schlafen. Also lassen wir das so, wie es ist. Warten wir noch einen Monat. Und das sollte alles kein Problem sein. Also, schöne Grüße gehen raus. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch meine Movies gefallen, Abo dalassen. Wir sind ja bald auf 2.500. Das freut mich, supi. Geht langsam, aber geht voran. Ansonsten, bleibt mir ja gesund. Bleibt mir treu und werdet alle glücklich. Euer Tattoo-Man. Bis dann.